Schreibweise. It. Ni. San. She. Go. Dok. Lecker. Bestandteile. Das Zeichen für lecker besteht aus den Elementen Löffel und Tag. Geschichte. Die Geschichte zu diesem Kanji ist relativ einfach. Stellt euch einfach vor, ihr habt einen Löffel und auf diesem Löffel habt ihr etwas mega Leckeres zu essen drauf. Irgendwas, was ihr wirklich richtig gerne esst. Und das, was ihr auf eurem Löffel habt, ist so lecker, dass ihr es am liebsten den ganzen Tag essen würdet. Egal ob frühs, mittags, abends, egal zu welcher Uhrzeit. Ihr würdet euch diesen Löffel am liebsten den ganzen Tag in den Mund stecken wollen, einfach weil das Essen darauf so lecker ist. Und schon haben wir die Verbindung zwischen Löffel und Tag und dem Wort lecker. Lesungen. Für dieses Kanji gibt es nur eine On-Lesung, und zwar Shi. Dafür gibt es aber zwei Kun-Lesungen. Die erste wäre Uma und die zweite wäre Mune. Wörter und Komposita. Dieses Kanji kann alleine schon drei verschiedene Wörter repräsentieren. Als Substantiv bedeutet es Inhalt und wird Mune gelesen. Als Adjektiv bedeutet es lecker und heißt Umai. Das kennt ihr vielleicht aus dem ein oder anderen Anime. Und als Verb kann es genießen bedeuten und wird Umagaru gelesen. So, und jetzt noch drei Komposita. Als erstes hätten wir hier das Komposita aus den Zeichen Hausherr und Lecker. Das bedeutet Sinn und wird Shushi gelesen. Dann hätten wir das Komposita aus den Zeichen Buch und Lecker. Honshi, was so viel wie Grundidee bedeutet. Und zu guter Letzt wäre dann noch das Komposita aus den Zeichen Lecker und Geschmack. Umami, was so viel wie guter Geschmack bedeutet, logischerweise. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben. Mir machen diese Kanji-Videos echt sehr viel Spaß, deswegen würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr Vorschläge für weitere Kanji habt, dann schreibt diese doch bitte in die Kommentare.